Ali, das ist nur für dich! Kollege, ich bin doch gar nicht auf Safari. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde, am zweiten Stopp meiner Süditalien-Rundreise. Und zwar bin ich hier in Matera und das ist die europäische Kulturhauptstadt 2019 und einer der ältesten Städte der Welt. Meine Tipps für euch, wenn ihr hier in Matera seid. Erstens die Sassi di Matera. Erkundet am besten auf eigener Faust die verwinkelten Gassen und dort findet ihr auch die besten Fotospots. Zweitens, übernachtet hier unbedingt, damit ihr die Altstadt auch abends beleuchtet seht. Drittens, es ist nicht nur wunderschön hier, sondern es gibt hier auch richtig gutes Essen und richtig gute Restaurants findet ihr eigentlich an jeder Ecke. Ja, und wenn ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt und keine Schisser seid, dann solltet ihr auf jeden Fall den Engelsflug austesten. Das habe ich für euch auch gemacht und jetzt könnt ihr euch mal anschauen, was das ist. Ja, Freunde, ich bin in Castelmezzano und wenn ihr immer fleißig Guru on Tour guckt, dann wisst ihr, dass Olivia letztens hier war. Ihr könnt den Engelsflug machen, den Volo dell'Angelo. Da slidet ihr einfach die Schlucht runter. Ich habe jetzt aber leider keine Zeit mehr dafür. Und deshalb denke ich mir, das ist eine ziemlich coole Mission für Lari und die ist demnächst auch hier und zeigt euch dann das Video davon. Also viel Spaß, Lari. Aber nicht genügend Zeit hatte, um den Engelsflug zu testen. Und der Engelsflug, oder auch Volo dell'Angelo genannt, ist nämlich eine lange Zipline, die hier zwei Dörfer verbindet und die Attraktion für die etwas mutigeren Touristen ist. Und deswegen glaube ich auch, dass Olivia einfach nur ein kleiner Schisser ist und sich nicht getraut hat, das zu machen. Und deswegen bin ich jetzt hier, um für euch den Engelsflug auszutesten. Klassischer Fall von lass den Praktikanten mal machen. Ich habe mich selbstverständlich vorbereitet, um Olivia würdig zu vertreten. Also Olli, du kannst die Fotos dir nachher ausschneiden und übers Bett hängen und einfach behaupten, dass du es gemacht hättest. Also, ich habe jetzt schon das passende Outfit. Alle Sicherheitsklamotten an. Da vorne geht's gleich los. Ich habe ein bisschen Schiss. Maske ist auch schon bereit. Also, kann losgehen. Okay, ich bin dran. Hi. Ali, das ist nur für dich. Also, das war auf jeden Fall krass. Man fliegt, ich weiß nicht, wie hoch das ist. Ihr könnt es da vorne ja sehen. Krass, man fliegt wirklich wie so ein Engel. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Mein Adrenalinwert ist beim Maximalsten. Okay. Yeah. It's okay. It's okay. Bye. Bye. Ja, abschließend kann ich Matera nur wärmstens empfehlen. Gerade wenn ihr auf der Suche seid nach einem Örtchen, wo ihr mal ein bisschen runterkommen könnt, ist Matera perfekt dafür. Hier ist wirklich so eine ganz entspannte Atmosphäre und es ist nicht so hektisch wie in den größeren Städten von Italien. Ja, falls ihr jetzt noch Fragen habt oder euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Kommentar unter dem Video lassen. Für mich geht's jetzt morgen weiter nach Rom und da verbringe ich dann meine letzten Tage. Vielen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt. Wenn ihr Bock habt, mehr von mir zu sehen, dann klickt einfach hier. Wenn ihr das neueste Video von Urlaubsguru sehen wollt, dann klickt einfach hier. Vergesst nicht zu abonnieren, ich tigere jetzt weiter um die Welt. See you later, Alligator, and don't forget the toilet paper. Ich finde die Schmuck so geil, ich finde die so witzig.